Familie Müller lebt seit über 10 Jahren am Existenzminimum. Die 37-jährige Marion und ihr ein Jahr älterer Mann Carsten werden, da sie keine abgeschlossene Ausbildung haben, meist nur in Minijobs angestellt. Deshalb müssen die beiden auch Hartz IV in Anspruch nehmen. Das ist vor allem ihren Teenager-Töchtern Nele und Ellie richtig peinlich. An diesem Morgen entdeckt die 16-jährige Nele allerdings etwas wirklich sehr Unangenehmes. Morgen, Mami. Morgen, Töchterchen. Na? Du, muss ich heute zur Schule? Ich fühle mich nicht danach. Ach, Nele, natürlich. Komm, nimm jetzt mal einen Schluck Wasser. Alle müssen arbeiten. Ich muss auch. Ich habe auch immer viel zu tun. Ja, komm. Mama. Ja? Was ist denn los? Guck mal, bitte. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das denn für was Viecher? Was ist schon wieder los? Oh nein, komm, Ellie, lass das. Fass das bloß nicht an. Leben die nicht? Hör auf, hör auf. Nein. Fass die nicht an. Was denn hier los? Wir lassen die Lappen hier. Oh, der Husten raubt mir echt den letzten Nerv. Guck mal, Carsten, was sind denn solche Viecher? Was sind denn das für Viecher? Sind da noch mehr von da? Hey, boah, was denn sonst? Man, das ist doch eine Assi-Bude hier. Nele hat echt recht, das ist echt eine Assi-Bude hier. Aber was sollen wir denn machen? Der Vermieter kümmert sich doch um nichts. Er hat schon vor Wochen versprochen, für warmes Wasser zu sorgen. Und was ist passiert? Nichts. Marion, ich rufe jetzt bei der Rechtsanwältin an. Der Vermieter kriegt endlich mal einen Schuss vom Bug. Er soll sich endlich mal um die Scheiße hier kümmern. Und du nimmst jetzt Haarspray und Feuerzeug und fackelst ab die Scheiße hier. Ja, Haarspray und Feuerzeug. Sowohl mit der Gardine, oder was? Scheiß auf die Gardine, fackel die Scheiße ab. Ich will die nicht in der Bude haben. Mann, Carsten! It's a cruel, cruel world to feast on your own. Marions Mann hat noch vor seinem Schichtbeginn in einer Fleischfabrik Rechtsanwältin Brigida Braun kontaktiert. Die erfahrene Juristin hat sich sofort bereit erklärt, noch am selben Nachmittag vorbeizukommen. Denn Marion und Carsten haben das Ungeziefer mittlerweile überall entdeckt. Sogar in den Betten ihrer Kinder. Frau Braun, wir haben irgendwelche komischen Käfer hier. Schauen Sie mal hier. Hinterm Kühlschrank, in den Schränken, überall sind sie. Ich habe extra heißes Wasser aufgesetzt und habe alles gründlich abgewaschen, aber... Die kommen immer wieder. Sagen Sie mal, höre ich richtig heißes Wasser aufgesetzt? Haben Sie hier kein fließendes, warmes Wasser? Nee. Ja, das ist auch so ein Ding. Der Vermieter hat uns vor 2 Monaten das Wasser abgedreht. Ich habe den Vermieter auch schon zigmal auf dem Anrufbeantworter gequasselt. Hab gesagt, hier, das geht so nicht. Aber er ist einfach nur geizig. Aber sagen Sie mal, das sind doch keine Zustände. So kann man doch nicht leben. Also Sie haben das Richtige gemacht, mich anzurufen. Ich werde sofort heute ein Schreiben an Ihren Vermieter aufsetzen. Sie haben das, um Gottes Willen. Und ihn dazu auffordern, hier sich darum zu kümmern, dass Sie hier wieder warmes Wasser haben. Das geht ja gar nicht anders. Und dass hier ein Schädlingsbekämpfer kommt. Ich kümmere mich drum, ja? Auffordern ist gut. Aber er macht nichts. Bis jetzt hat sich einfach nichts getan. Naja, gut, dann machen wir ihm Beine, Frau Müller. Wir werden einfach in unserem Schreiben Mietminderung androhen, falls er innerhalb einer Woche das hier nicht in Ordnung bringt. So einfach ist das. Können wir denn einfach die Miete mindern? Meine Frau und ich bekommen ja Bezuschussung vom Amt. Gibt es keine Probleme mit dem Amt, wenn wir die Miete jetzt einfach mindern? Naja, also das Amt sieht sowas natürlich alles nicht gerne. Aber lassen Sie mich einen Schritt nach dem anderen tun. Ich werde erst mal dort Kontakt aufnehmen, wenn Sie mir das gestatten. Und werde erst einmal dort darlegen, in welchen Umständen Sie hier wohnen müssen, damit die informiert sind. Ja. Ja? Aber sagen Sie mir eines, zahlt das Amt die Miete direkt an den Vermieter oder über Sie sozusagen? Nein, nein, wir überweisen die Miete an den Vermieter. Und bis jetzt hat er auch immer sein Geld pünktlich auf dem Konto gehabt. Na, aber dann ist es wunderbar. Dann haben Sie es ja in der Hand, wenn es zum Schwur kommt, schlicht und ergreifend eine geminderte Miete zu überweisen. Perfekt, ja. Auf der anderen Seite werde ich jetzt meine Hausaufgaben machen und zum Gesundheitsamt traben, um die Käferbestimmung überhaupt voranzutreiben, damit wir wissen, mit welchen Mitbewohnern wir es hier zu tun haben. Herr Müller, haben Sie für mich die Probe zusammengestellt? Ja, selbstverständlich. Habe ich zusammengestellt. Hier sind die Tierchen drin. Hm. Ist das gut zu? Ja, ich denke schon. Leben die noch? Könnte sein, dass der eine oder andere noch lebt. Ja. Das Problem ist einfach, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tierchen krank machen. Ich habe seit Wochen mit Husten, wie Sie ja auch gehört haben, zu kämpfen, mit Durchfall. Auf Arbeit huste ich natürlich auch und mein Chef ist darüber nicht sehr begeistert. Wir müssen unbedingt wissen, was mit den Viechern ist. Also, spätestens vom Gesundheitsamt erfahren wir, wer das hier ist in diesem Glas und ob das Krankheiten auslöst. Okay. Ja? Ich mache mich auf den Weg. Wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche Ihnen
alles Gute und ich bin fleißig und werde sofort heute das Schreiben aufsetzen. Ich gehe los. Das Ehepaar Müller hat für seinen Vermieter eine Kostprobe der ekligen Tierchen abgepackt. Am nächsten Tag statten die beiden Rainer Hagen damit einen Besuch ab. Die besorgten Eltern wollen, dass der Vermieter endlich das Warmwasser wieder anstellt und die Schädlingsplage bekämpft. Oh nee, die Müller schon wieder. Sagen Sie mal, was ist nun wieder, was liegt jetzt wieder an? Ich hab langsam von Ihrem ständigen Gebimmel wirklich echt die Schnauze voll. Also wenn hier einer die Schnauze voll hat, dann wohl wir, ne? Also hören Sie mal, diese Viecher leben bei uns mit in der Wohnung drin, ja? Die sind überall verteilt. Ja, ja. Das sind doch irgendwelche Parasiten. Deswegen ist mein Mann ständig krank. Ja, und ist das jetzt mein Problem, Ihr Mann? Natürlich ist das Ihr Problem. Sie sind doch der Vermieter. Wollen Sie mich dafür verantwortlich machen, dass Sie so ein unsauberes und asoziales Pack sind? Ja? Sie sollten mal sauber machen, putzen. Wissen Sie, putzen beseitigt nicht nur die Parasiten, sondern macht ganz nebenbei auch den Dreck weg. Probieren Sie es mal aus. Also hören Sie mal, wir sind weder asozial noch unsauber, ja? Das Haus, das sollte schon längst renoviert werden. Sie sind die einzigsten Mieter, die sich wegen Ungeziefer bei mir beschweren. Aber damit das auch so bleibt, sehen Sie zu, dass Sie dieses Problem auf die Reihe bekommen. Ich sage Ihnen, sonst ziehe ich ganz andere Seiten auf. Nehmen Sie mal nicht den Mund so voll. Es ist in Ihrer Verantwortung. Sie werden einen Brief von unserer Anwältin kriegen. Ganz einfach. Und die nämlich wird Ihnen klipp und klar sagen, dass Sie für die Beseitigung der Viecher zuständig sind und dass Sie auch mal endlich fürs warme Wasser sorgen. Ja, Herr Hagen? Komm, hört auf mit euren Mini-Problemchen. Ich habe wirklich keine Lust und keine Zeit, mir das anzuhören. Ja? Schönen Gruß noch an die Anwältin. Klär meinen Mann. Ich bin da kein Unmensch. Klar, Moment. Nicht weglaufen. Klar, Moment, komm gleich. Was will er mich verarschen? Wenn er nicht aufhört damit, dann hau ich ihm ein paar aufs Maul. Na komm, Hasen, hör auf. Du, wir haben jetzt die Anwältin. So. Gucken Sie mal, was ich Feines hier für Sie habe. Eine schöne Dose Ungezieferspray. Ja. Komm, nehmen Sie mich ruhig mal. Nehmen Sie das als milde Gabe von mir, als Geschenk sozusagen. Können Sie sich ja wohl nicht mehr leisten. Selber, ne? So, und jetzt ab. Ab die Biege. Raus. Siehst du, was ist das denn? Du, weißt du, Carsten, der hält uns echt für asozial. Ja. Aber so eine Insektenspraydose, die können wir uns wohl selber leisten, oder? Du, Marion, ich wollte gerade mit dir darüber sprechen. Wir können uns die nicht selber leisten. Ich habe schon wieder meinen Job verloren. Mein Chef hatte keine Lust mehr auf die Husterei. Die ganzen Kunden haben sich beschwert. Bin ich wieder arbeitslos. Ey, Carsten, sag, das ist nicht wahr. Das gibt's doch gar nicht schon wieder? Ja, es tut mir wirklich leid, aber es ist leider so. Oh Mann, ey. Komm, wir gehen nach Hause. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Frustriert und beschämt sind Marion und Carsten zurück in ihre von Ungeziefer verseuchte Wohnung gegangen. Sie versuchen, der Plage Herr zu werden, indem sie sich die Finger wund putzen. Ihrer Tochter Nele scheint die krabbelnde Pest besonders vor ihrem Freund Marvin äußerst peinlich zu sein. Wir kommen doch immer noch da rausgekrabbelt. Was macht ihr denn hier? Wonach sieht's denn aus, Nele? Wir versuchen, diese scheiß Parasiten nicht hier loszuwerden. Komm los, schnapp dir einen Lapp und hilf gefälligst mit. Das könnt ihr vergessen. Sind diese Parasiten etwa immer noch hier, oder was? Ja, sicher. Wir versuchen die ganze Zeit, hier den Scheiß loszuwerden. Oh Gott, ist das widerlich. Oh, nee. Und ich bin auch dafür, dass du mal mithilfst. Schließlich sind wir eine Familie. Das könnt ihr vergessen. Nee, können wir gar nicht vergessen. Sechs Hände schaffen mehr als vier Hände. Oh Mann, du hilfst gefälligst mit. Und hier dein Kumpel Marvin, der kann auch mithelfen. Der frisst ja auch immer mit. Nein, komm. Was sind denn das für Viecher? Bleiben die in den Klamotten hängen? Oder habe ich den Scheiß jetzt auch schon? Nein, das ist Quatsch. Komm, wir gehen einfach. Nele, du gehst überhaupt nirgendwo hin. Du hilfst hier gefälligst mit. Voller Müller, du haust überhaupt nirgendwo hin ab. Höchstens in dein Zimmer, um was für die Schule zu tun. Und Marvin, hier. Abflug! Timmer, ich bin ja schon raus. Nein, komm, geh nicht, bitte! Danke, Papa, hast du toll gemacht! Jetzt ist mein Freund weg! Hast du wirklich toll gemacht? Er denkt bestimmt auch noch, ich bin ein Baby, das nix darf. Und jetzt denkt er bestimmt auch noch, dass er sich die Seuche geholt hat. Mann! Ah, oh Mann! Nele, du bist hier nicht die Prinzessin! Und mit der Tür wird sie überhaupt nicht geknallt! Bitte nicht in dem Ton! Du hilfst gefälligst mit! Carsten, jetzt sei doch nicht so streng zu ihr. Ich kann verstehen, dass es ihr peinlich ist. Ich wollte nie, dass sich die Kinder für uns schämen. Und ich wollte das auch nicht, dass sie sich für uns schämen. Aber das geht nicht, dass sie sich wie die Prinzessin auf der Erbse verhält.
Komm, wir kriegen das schon wieder hin. Wir kriegen das schon wieder in den Griff. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind. So wie wir sind. So wie wir sind. Doch Marion und Carsten bekommen die Lage durch Putzen allein nicht in den Griff. Zwei Tage später bestellt Brigida Braun ihre Mandanten zu sich. Denn die Anwältin hat die Analyse des Gesundheitsamtes vorliegen. Und das Ergebnis ist furchterregend. Herr und Frau Müller, ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Ich habe hier den Bericht des Gesundheitsamtes zu dem Parasitenbefall in Ihrer Wohnung. Sie können da gerne einen Blick nehmen. Was soll das jetzt heißen? Nun, in Ihrer Wohnung sind Käfer gefunden worden. Das sind Caprakäfer aus der Familie der Speckkäfer. Sie sind anzutreffen in Lebensmitteln, Getreidespeichern, aber auch in Tierpräparaten und in Häuten. Und wie kommen die zu uns? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, aber klar ist, der Speckkäfer löst Krankheiten aus, also gerade Magen-Darm-Probleme und natürlich auch allergische Reaktionen wie Husten. Also gerade auf Sie würde das wirklich zutreffen, nicht? Aber glauben Sie, dass die Käfer denn schon länger bei uns im Haushalt sind? Nun, das kann ich nicht sagen, aber es gibt eine Möglichkeit, wie sie überhaupt reingekommen sein können, indem sie sie sozusagen mit eingekauft haben, mit dem Kilo Mehl oder dem Müsli. Ja? Wenn die da schon drin steckten, haben sie sie mit eingeschleppt und wenn sie erstmal im Haushalt sind, dann sind sie erstmal drin. Aber Sie erzählten mir ja, dass Sie sehr gründlich gereinigt haben und geschrubbt haben. Nur, ich sage Ihnen ganz ehrlich, sollten Sie nach dieser Grundreinigung doch noch wieder auftauchen, dann müssen wir außerhalb Ihrer Wohnung nach der Quelle suchen. Und sollten die Käfer außerhalb Ihrer Wohnung zu Ihnen gekommen sein, dann ist der Vermieter für die Beseitigung zuständig. Der Vermieter, der hat uns knallhart gesagt, dass er für die Beseitigung der Käfer nicht aufkommen wird. Herr Müller, das ist doch keine Frage des Wollens. Er wird auch da nicht gefragt. Er muss schlicht und ergreifend. Das ist doch genauso seine Verpflichtung, wie sich darum zu kümmern, dass Sie fließendes, warmes Wasser haben. Apropos, ist an dieser Front etwas passiert? Oh ja, das ist wirklich eine Wohltat, endlich mal warm duschen zu können. Also Ihr Schreiben an den Vermieter hat wirklich gefruchtet. Wunderbar, wunderbar. Also wie gesagt, sollte diese Käfergeschichte nicht in den Griff zu bekommen sein, ja, dann haben Sie noch weitere Möglichkeiten. Das muss ich Ihnen natürlich sagen. Sie können die Miete mindern, letztlich bis zu 100%. Also bedeutet gar keine Miete bezahlen. Sie haben die Möglichkeit, das Mietverhältnis außerordentlich zu kündigen, wegen Gesundheitsgefährdung und faktischer Unbewohnbarkeit der ganzen Immobilie. Ich meinerseits werde auf jeden Fall noch die anderen Mieter des Hauses kontaktieren, ganz vorsichtig, ganz dezent, um einfach mal zu hören, ob sich die Käfer schon ausgebreitet haben. Sollten die Käfer tatsächlich nicht aus der Wohnung der Müllers stammen, und davon gehe ich mittlerweile aus, dann muss der Vermieter hier tätig werden, bevor sich die Plage auf das gesamte Mietshaus ausweitet. Denn in diesem Fall wäre nicht nur die Gesundheit meiner Mandantschaft gefährdet, sondern auch die aller anderen. Es muss dringend was passieren. Brigida Braun lässt keine Zeit verstreichen. Die engagierte Rechtsanwältin befragt alle Bewohner des Hauses zu dem Parasitenbefall. Marion spricht unterdessen ihre Mutter Hilde Lohse darauf an. Denn sie wohnt im selben Haus. Frau Müller. Hallo. Ich bin nur auf einen Sprung. Ich komme gar nicht rein. Ja. Ich wollte nur kurz berichten. Ja. Ich habe mich hier gerade ein bisschen umgehört bei den Nachbarn. Also, Sie scheinen tatsächlich wirklich die Einzigen mit einem Käferproblem zu sein. Nur bei uns? Leider. Ja, sowas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ja. Denn meine Mama, die weiß auch nichts. Hat auch nichts gefunden. Aber das sagt sie selber. Mutti? Gerne. Ja, mein Kind. Komm mal. Ja, mein Kind, was ist denn? Ja, Mama, ich wollte dir vorstellen, das ist die Frau Braun. Guten Tag. Ich grüße meine Mama. Hallo. Wie schön, Sie kennenzulernen. Sie wohnen hier auch in diesem Haus? Ich wohne hier auch. Ja, ist richtig. Sagen Sie, haben Sie auch so dieses Käferproblem wie Ihre Tochter? Nein, bei mir ist nichts. Also ich habe keine Viecher. Ja. Aber wenn ich welche finden sollte oder sehen sollte, ich sage Ihnen sofort Bescheid. Das wäre sehr nett, denn wir müssen also wirklich der Sache auf die Spur kommen. Nicht, das ist ja fürchterlich, was hier passiert. Genau. Mama, was soll ich denn ganz machen? Du weißt, ich habe doch halt doch das alles sauber. Oh, nein, sagen Sie mal, was wollen Sie denn hier? Mieter haben mir erzählt, Sie rennen hier rum und alle anderen Mieter hier wirre mit irgendwelchen Geschichten über irgendwelche Viecher. Sag mal, ich? Hallo, nein. Geht's noch? Wie wär's denn mal mit ein bisschen Putzen hier? Ein bisschen sauber machen, ja? Mama, ich putze mir doch die Finger, wohnt hier. Irre zu machen. Ach so, nein. Bleib ruhig. Und Sie?
Sie sind wohl die tolle Rechtsvertreterin von denen, oder? Ich bin die kompetente Rechtsanwältin der Familie Müller. Und Sie scheinen der fürsorgliche, freundliche Vermieter zu sein. Das ist richtig. Ich bin der freundliche Vermieter. Und der sagt Ihnen jetzt, dass Sie mit meinen Mietern nicht über diese Viecher reden dürfen. Wissen Sie, schlimm genug, dass es so weit hat kommen müssen. Eigentlich müsste ich die, dieses unsoziale, asoziale Pack, im hohen Bogen rausschmeißen. Also hören Sie mal, jetzt halten Sie mal die Luft an, ja, und schalten ein paar Gänge zurück. Ja, ich verbitte mir, dass Sie meine Mandantschaft in dieser Art und Weise beleidigen und angehen. Sie sind weder asozial noch schmutzig oder unsauber. Meine Mandantin putzt hier Tag und Nacht, um diese Käfer hier endlich wegzubekommen. Genau, und das alles nur deswegen, weil Sie Ihre Hausaufgaben als Vermieter nicht beachten. Verstehen Sie, Sie haben hier die Mietsache in ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Das machen Sie nicht, verdammt genau. Nochmal. Holen Sie das endlich einen Kammerjäger, ja? Und im Übrigen sind wir allmählich der Auffassung, dass diese Käfer nicht hier angesiedelt sind, zumindest der Ursprung nicht, sondern sonst wo in Ihrem Etablissement. Wissen Sie, ja. Ich muss mir das nicht mehr bieten lassen. Auch nicht von so einem gackernden Weiberhaufen hier. Ja? Schönen Tag noch. Schämen Sie sich. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Eine Woche später hat der Vermieter immer noch keinen Kammerjäger geschickt. Stattdessen hat er Familie Müller die Heizung komplett abgestellt. Verzweifelt haben Marion und Carsten erneut ihre Anwältin zu sich gebeten. Brigida Braun ist fassungslos. Mann, oh Mann, hallo Frau Müller. Ah, hallo. Sagen Sie mal hallo, was hallo. Ist denn hier los? Oh, der Vermieter hat uns die Heizung hier. Abgedreht. Was? Die Kinder sind auch schon total krank. Ich glaube, der verarscht uns, Frau Braun. Sag sie mal. Oh, komm, ich habe dir schon gerade eine Wärmflasche gemacht, ja? Schön ins Bett, Ellie. Ja, geh ins Bett, Kleine. Ja, komm. Meine Güte, was sind denn das für Zustände? Sagen Sie mal, wie kommt denn der Vermieter dazu, Ihnen die Heizung abzudrehen? Ja, weil er zu geizig ist, den Kammerjäger anzurufen. Er will so die Entwicklung von Larven stoppen, ja? Er meint, die würden bei Kälte kaputt gehen. Das hat er irgendwo im Internet gelesen. So, das ist doch bescheuert, hoch 10. Na, ist ja furchtbar kalt, ja, wirklich. Also ich meine, die beste Lösung wäre wirklich, wenn sie hier eine neue Wohnung bekommen würden. Aber ich habe die Info vom Jobcenter, die wollen das weder genehmigen, noch wollen sie Umzugskosten bezahlen, gar nichts. Ich habe wirklich den Eindruck, ihr Vermieter macht ganz schön Stimmung gegen sie. Denn die gehen auch davon aus, dass die Käfergeschichte hier auf ihre Rechnung, auf ihr Konto geht, ja? Also wir müssen das Gegenteil jetzt beweisen. Das gibt's doch gar nicht, aber... Das kann denen doch nicht egal sein. Wir haben Parasiten im Haus. Wir können doch alle krank werden. Wissen Sie, ach mein Gott, Sie Ärmste. Nur solange nicht klar ist, wer dafür verantwortlich zeichnet, wird sich das Amt nicht rühren. Also ich denke, wir müssen jetzt den ersten Schritt machen und einfach die Miete mindern. Ich meine, Sie haben ja Ihrem Vermieter jetzt eine Woche Zeit gegeben, hier an diesen Zuständen was zu ändern. Wie ich sehe, ist ja gar nichts passiert. Ist ja noch schlimmer als zuvor. Es gibt keinen anderen Weg, bitte die Miete um 50% mindern. Der soll das spüren. Ich meinerseits werde auch meine Hausaufgaben machen. Ich gehe zum Jobcenter. Ich sage Ihnen Bescheid, dass wir die Miete mindern. Ich sage auch warum. Ja? Und das müssen Sie jetzt bitte so lange machen, bis sich hier was ändert. Sollte der Vermieter bis zum nächsten Monat nichts unternommen haben, noch einmal Miete mindern, gar nichts bezahlen. Okay. So werden wir das machen. Und Sie halten bitte in der Zwischenzeit, mein Gott, Sie Ärmste, Augen und Ohren auf, ob die Käfer noch woanders aufgetreten sind. Es ist wichtig, das Jobcenter über eine Mietminderung und die Gründe zu informieren. Denn das Jobcenter schuldet ja nur die tatsächlichen Kosten einer Unterkunft. Fallen die geringer aus als die eigentlich vorgesehene Zahlung, würden die Müllers erhebliche Probleme bekommen, bis hin zu einer Strafanzeige wegen Betrugs. Naja, das wird hier natürlich nicht passieren. Ich werde die Gelegenheit gleich beim Shop verpacken und das Jobcenter noch einmal um eine neue Wohnung für die Müllers ersuchen. Denn so wie sie hier leben, so geht das nicht weiter. You'll never know when the daylight comes, you feel so cold. Familie Müllers Anwältin Brigida Braun hat erfolgreich durchgesetzt, dass das Jobcenter Druck auf den Vermieter ausübt. Die Heizung läuft zwar wieder, aber ein Kammerjäger war immer noch nicht da. Stattdessen führt Rainer Hagen seinen perfiden Kreuzzug gegen die unliebsamen Mieter weiter. Herr Hagen, ja gut, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie kommen mir zu sagen, wann der Kammerjäger endlich kommt. Denn egal, wie oft wir hier putzen, die Viecher sind immer noch da, ja? Die müssen doch hier in irgendwelchen Ritzen sitzen. Also,
Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Mama Jäger, auf den brauchen Sie gar nicht zu warten. Ach. Das ist auch, weshalb ich hier bin, um Ihnen mitzuteilen, dass ich die Miete jetzt zukünftig vom Amt direkt überwiesen bekomme. Sie tricksen mich nicht mehr aus. Carsten, komm mal. Herr Müller. Entschuldigung. Was soll das heißen, Sie? Ach, Hagen, was gibt's denn? Das kann ich Ihnen sagen. Ich hab's hier schwarz auf weiß. Dass ich vom Amt die Miete in voller Höhe betone ich, direkt überwiesen bekomme. Wieso das denn? Wir haben doch immer das Geld direkt bekommen und direkt an Sie überwiesen. Das kam doch immer pünktlich. Was ist denn da los? So war der Hergang gemacht. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe dem Amt mal rein Wein eingeschenkt. Was für ein unsauberes, asoziales Pack die eigentlich sind. Dass sie unsere Steuergelder versaufen und sich das über Mietminderung wieder zurückholen, das Geld. So läuft das nicht, Herr Müller. So läuft das nicht. Bitte? Das nehmen Sie beim Amt sofort wieder zurück. Oder wir beide fahren ganz gewaltig Schlitten. Haben wir uns da verstanden? Wissen Sie, kein Geld für Ungezieferbeseitigung. Ha, kein Lachen hier. Und das Bier, dafür scheint es noch zu reichen. Wissen Sie, ich habe die Faxen dicke. Ja? Wenn Sie sich eine andere Wohnung suchen wollen, dann hauen Sie doch ab. Suchen Sie was Neues. Aber der neue Vermieter tut mir echt schon leid. Wissen Sie was? Das ist ein abgebrühtes Arschloch, sind Sie. Ich will Ihnen mal was sagen. Das abgebrühte Arschloch hat sich jetzt nämlich zur Wehr gesetzt. Von dem habe ich noch vorher ein Foto gemacht, um dem Amtmann zu zeigen, was Sie hier für Typen sind.